Haus liefern und eine Party schmeiße für den Toten. Weil Haus vom Letzteren, naja, also es ist brennt. Ne? Hat mal gestern. Kann eigentlich mal gucken, ob es da noch Loot gibt. Weil die Dullis sind bestimmt alle weg. Aber wird nichts angezeigt. Kommen wir da irgendwie rein? Wie abgeschlossen. Ne, kein Loot. Keine Gegner. Kein Händler und gar nichts. Einfach gar nichts. Gehen sie nicht über los und kriegen sie kein Loot. Okay, aber man kriegt Feuerschaden. Gut, dann gucken wir mal, wie weit wir theoretisch reiten müssen. Ach da, da sollen wir hin. Sprich mit Jani über die Filmekrypte der Everett. Machen wir erst die Party für den Toten oder machen wir erst das Haus? Ah, wir können es gar nicht aussuchen. Okay, also gut, wir können uns leider nicht aussuchen. Hat sich schon erledigt. So, Plätze. Halt. Da lang. Hallo. Da, der. Plätze. Was ist los? Da. Mhm. Ach, Bewegungssteuerung, das wäre doch mal was, ne? So. Stimmt, wir haben von unserem seltsamen Freund Blut eines Arirex gekriegt. Das müsste im Inventar zu sehen sein, oder? Questgegenstände. Boah, hätte ich jetzt nicht so viel Blödsinn dabei. Magische Lampe. Nee. Wir haben gestern so eine Fiole gekriegt und der hat gesagt, ich soll davon ausgehen, dass es Everett's Blut ist. Nö, ich sehe es nicht. Dann nicht. Ah, Moment, ich sollte rein, ne? Was ist denn das hier? Shani ist... jetzt hat Shani schon eine eigene Klinik. Kommen wir denn da hin? Komm, Shani beklauen wir auch. Besser.
So. Ich kann die Loot zurücklassen. Das geht nicht. Wieso hat Shani Keller? Also, so ein Keller. Moment, kann man sie wieder zumachen? Ich müsste noch an. Dann, na, so. Rezept. Sinnrahmenrusche. Zerstoßene Regenblumen aufkochen und dreimal täglich heiß zu den Mahlzeiten trinken. Während der Behandlung fettes Essen meiden und auf Alkohol in jeder Form verzichten. Das umfasst auch Bier. Die Unterschrift des Arztes ist größtenteils unleserlich. Der Vorname ist anscheinend Shani. Also Arztschrift hat sie auch schon entwickelt. Das ist super. Das muss man. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Hätte auch keinen Spaß. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Hm? Gar nicht wie eine Gelehrte. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Tja. Oh, hey, BCALD. Thanks for hitting that follow button. Sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinge auf faltigen Nasen. Grüße alte, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Chaos. Hier gibt's keinen Ausweg mehr. Hi und wieder weg. Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Das geht dich leider nichts an. Was denn? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Bist du schüchtern? Sie ist echt umwerfend. Und du, nicht so sehr. Aber dafür bist du ein Hexer. Frauen stehen auf Hexer. Also, spuck's aus. Stehst du auf sie oder nicht? Also sobald wir uns eine Antwort aussuchen, kommt sie rein, oder? Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kätwänern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat.
Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Ja, typisch Radovid. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Seit die Kämpfe vorbei sind, wohne ich zu Hause und behandle in der Praxis die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Eshani ist kein Hauptcharakter im Spiel. Also jetzt wird sie es ein bisschen im DLC. Eshani hat eine schöne Hintergrundgeschichte. Also allein dieser Feldeinsatz und die Begegnungen, die sie da macht, das wäre allein schon Geschichte wert. Aber kommt halt nur in den Büchern vor. Eshani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Lange Geschichte, vertane Zeit. Ach, komm. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Er handelt mit Spiegeln. Jemand mit Macht? Ich weiß nicht genau. Ja, jemand mit Macht. Er könnte ein Magier sein, ein Dämon oder ein Djinn. Du weißt es nicht? Er hat große Macht. Mehr muss ich nicht wissen. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht. Mhm. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bringe das Rauchfass mit. Das legen wir jetzt aber nicht in Schutt und Asche, oder? So, Moment, wir müssen erstmal einen Keller erforschen, bevor wir hier irgendwo anders hingehen. Kann ja nicht sein, dass hier Eshani einen geheimen Keller hat und wir gehen nicht nachgucken, was das ist.
Also keine geheimen Labore, in denen Menschen untersucht werden. Ne? Auf eine Art und Weise, die sie eigentlich gar nicht darf. Ne. Shani ist sauber. Meint man nicht zur Akademie? Na, das da ist das Anwesen, was gebrannt hat, ne? Weil plötzlich steht da noch. Das hier ist das Everack-Anwesen. Da waren wir auch sogar schon, also da sind wir auch schon durchgeritten. Bestimmt ein SM-Dungeon. Na, so sah es jetzt auch nicht aus. Da fehlen gewisse Utensilien. So, wir gehen mal zum Mestor. Wie mache ich individuelles Wegpunkt? Fenster öffnen? Nee, Wegpunkt. Da. Sind wir uns nicht schon begegnet? Ah, das Lomun wüsste ich. Vielleicht? Kann nicht sein. So, zu den Fun Everacks. Was haben wir denn da gemacht? Gab's da eine Quest? Oder bin ich zufällig durchgeritten? Ah, ich glaube zufällig durchgeritten. Sagt mir alles nichts. Ja, die sind wieder von diesem Teufel, ne? Für den wir auch gerade Aufträge erfüllen und dessen Mal wir im Gesicht hier tragen. Okay, da geht's nicht rein. Moment, wir sollten doch... Wir müssen bestimmt gleich gegen Geister kämpfen, oder? Wenn wir in der Krypta hinabsteigen müssen. Ah, da ist sie ja schon. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Das war die Nachricht? Warte mal, das war deine Nachricht? Nachricht? Die bei den sieben Katzen. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Intelligenter, amüsanter, gut aussehender, weder zu alter noch zu junger Mann mit mindestens einem anständigen Anzug. Nein, das war ich nicht. Also, kommst du mit oder nicht? Jo. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Nochmal Anzug müssen wir noch arbeiten, ne? Sind wir verabredet?
Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Rauchfass. Gehen wir. Merken. Ich werde es wieder vergessen, aber ihr merkt euch das bestimmt. Kann man das ausrüsten? Rauchfass. Der Wälzer hatte recht, sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld da.